Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Blackout-Ticker. In dieser wöchentlichen Bewertung zur Blackout-Gefahr, zur Brownout-Gefahr erfahren Sie anhand von nachvollziehbaren Parametern, wie ich die Energieversorgungssituation aktuell einschätze. Mein Name ist Robert Jungnischke und als Energieexperte berate ich sowohl klein- und mittelständische Unternehmen als auch Privathaushalte zum Thema Stromrationierung und Stromabschaltung. Ja, die Parameter, anhand deren ich die Bewertung abgebe, die sind alle in der Videobeschreibung ausführlich erläutert. Deswegen hier nur ganz kurz. Ich schaue mir die Veränderung der Anzahl der Redispatch-Maßnahmen zur Vorwoche an, die Frequenz oder wie sich die Netzfrequenz in der letzten Woche verhalten hat, ob die Regelungsgröße 50 Hertz eingehalten wurde. Ich werfe einen Blick auf die Gasfüllstände. Ich schaue nach, ob es einen Krieg im Netzversorgungsgebiet gibt. Wir haben ja kein rein deutsches Stromnetz, sondern einen europäischen Stromverbund bestehend aus 37 Ländern. Und da ist es schon von Bedeutung, ob in diesem Stromverbund ein Krieg stattfindet oder nicht. Dann betrachten wir das Wetter, hier besonders Wind und Temperatur und das Verhältnis von Stromerzeugung zu Strombedarf. Das heißt, konnten wir jederzeit die Mengen an Strom erzeugen, die wir gebraucht haben. Und zu guter Letzt habe ich vor einiger Zeit auch noch den Sonnensturm mit aufgenommen in diese Bewertung, in diese Risikomatrix, weil Sonnenstürme können wir zwar nicht verhindern, können wir auch nicht ausweichen, aber es gibt eine mehrtägige Vorhersage, die uns zumindest die Chance gibt, dass wir uns darauf vorbereiten können. Ja, ich bediene mich bei der Zusammenfassung des Ampelsystems und Sie dürfen gespannt sein, welche Farbe am Ende dieser kleinen Ausführung zu sehen sein wird. Ja, beginnen wir mit der Redispatch-Anzahl. In der Vorvorwoche waren es 149 Eingriffe, die erforderlich waren, unser Stromnetz stabil zu halten. In der letzten Woche waren es leider schon wieder 190 Eingriffe. Das heißt, die Anzahl der Eingriffe ist gestiegen, was bedeutet, dass es wieder ein bisschen gefährlicher geworden ist um unser Stromnetz. Und wenn man sich die Zahl des letzten Jahres ansieht, da waren es 8.635 Eingriffe. Und in diesem Jahr sind wir schon bei 11.799. Man sieht also, wie bedenklich es um unser Stromnetz bestellt ist. Dann schauen wir auf die 50 Hertz. Die 50 Hertz sind deshalb so wichtig, weil das die Regelgröße des europäischen Stromnetzes ist. Das heißt, diese 50 Hertz müssen immer eingehalten werden. Und wenn wir uns die Grafik ansehen, dann sehen wir, dass die Frequenz immer um die 50 Hertz pendelt, was ein guter Wert ist, denn bedenklich wird es dann, wenn wir die 50 Hertz gerade noch so kratzen oder wenn es eben im Grunde keine Schwankungen nach oben mehr gibt. Denn das würde bedeuten, dass wir zu wenig Kraftwerksleistung zur Verfügung haben, um jederzeit eben das Netz zu stabilisieren. Also hier alles in Ordnung. Ja, die Gasfüllstände sind aus meiner Sicht eher nice to know als wirklich von Bedeutung, denn das Gas in den Gasspeichern gehört uns nicht, das gehört privaten Firmen und die haben das Recht und die Möglichkeit, dieses Gas an jeden zu verkaufen, der dafür bezahlt. Das heißt, ob da Gas drin ist oder nicht, ist am Ende des Tages ohne Aussagekraft. Ja, leider gibt es auch immer noch Krieg im Europäischen Stromverbund. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hält ja weiter an. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch indirekt ein größeres Risiko für Cyberattacken für Deutschland. Denn dadurch, dass wir die Ukraine mit Waffen beliefern, unterstützen wir ja indirekt den Krieg und sind indirekt auch Kriegspartei. Und so war es ja auch vor einigen Wochen, als die EU einen Schluss gegen Russland gefasst hat, gab es sofort eine Cyberattacke gegen die Internetseite der Europäischen Union, die dann eine ganze Zeit nicht erreichbar war. Ja, gehen wir zur Wetterprognose. Beim Wind sah es die letzten Tage ziemlich mau aus. Wir hatten am niedrigsten fast nur noch 3 Gigawatt an Windenergieleistung.
Das hat sich jetzt die letzten 2 Tage wieder ein bisschen erholt und in der Prognose liegen wir bei den nächsten Tagen bei maximal 17 Gigawatt, die wir mit Hilfe von Wind erzeugen können. Bei der Temperatur sieht es leider bedenklich aus. Laut Blomberg müssen wir mit einem Kälteeinbruch rechnen. Und zwar mit einem Kälteeinbruch, der deutlich größer ist als im Mittel. Was bedeutet, dass wir natürlich auch dann mehr Energie brauchen werden. Und da wird halt die erste Belastungsprobe in diesem Winter kommen. Ja, das Verhältnis von Stromerzeugung zu Strombedarf sieht noch alles ganz gut aus. Es ist alles im grünen Bereich. Wir sind teilweise etwas drunter, teilweise etwas drüber. Wenn wir drunter sind, müssen wir halt etwas importieren. Aber das war nicht so viel. Wir haben eigentlich in der Mehrzahl noch Strom exportieren können. Also hier soweit alles in Ordnung. Ja, die Gefahr eines Sonnensturms in den nächsten 3 Tagen ist auch nicht gegeben. Also es wird kein Sonnensturm, der größer als G1 ist, erwartet. Also auch hier Entwarnung. Ja, was bedeutet das für mein Ampelsystem? Ich habe mich entschieden, die Ampel auf Rot zu schalten. Aus folgenden Gründen. Wir haben mit einem Kälteeinbruch zu rechnen und das ist der erste in diesem Winter und wir wissen noch nicht, ob unsere Stromversorgung, und zwar die europäische Stromversorgung, dann hält. Wie gesagt, wir dürfen nicht nur auf Deutschland schauen. Um uns drumherum haben viele Länder Probleme, im Wesentlichen Frankreich, aber auch die Schweiz und andere Länder haben Versorgungsprobleme. Insofern reicht es nicht aus, wenn die Grafiken zeigen, dass bei uns alles in Ordnung ist. Dann haben wir weiterhin nur eine schwache Leistung von Wind und noch eine schwachere Leistung von Sonnenstrom zu erwarten. Was aber meine Wahl für Rot in der Hauptsache begründet, ist die Tatsache, dass wir eine Verknappung von Kohle sehen. Es wird halt momentan ja jedes Kraftwerk, das noch irgendwie laufen kann, wurde in Betrieb gesetzt und die Förderung von Kohle kann nicht mehr weiter erhöht werden. Das heißt, hier stehen wir vor einem Anschlag. Dann haben wir das Problem, dass Schwedens größter Kernreaktor im Dezember vom Netz gehen muss wegen Wartungsarbeiten. Wir sind aber Kunde oder Schweden liefert uns im schlimmsten Fall Strom. Das fällt dann in dem Moment aus. Dann haben wir das Problem, dass der finnische neue Kernkraftreaktor Olkiluoto, der eigentlich im Dezember in Betrieb gehen sollte, immer noch nicht in Betrieb geht. Das heißt, hier findet keine Entlastung des europäischen Stromnetzes statt. Ja, und unser Sorgenkind Frankreich kämpft immer noch damit, die Kernkraftwerke wieder alle in Betrieb zu setzen. Zur Erinnerung, die Franzosen machen 70% ihres Stromes mit Kernenergie. Und seit dem Sommer stehen über die Hälfte der Kernkraftwerke. Und gerade jetzt, wenn es kalt wird, die Franzosen heizen vorwiegend elektrisch, brauchen sie Strom. Und früher war Frankreich für uns Stromlieferant. Jetzt liefern wir Strom nach Frankreich. Das heißt, auch Frankreich fällt für uns im Notfall aus. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Auslöser für Stromabschaltungen und einen möglichen Blackout. Das sind menschliches und technisches Versagen, Komplexitätsversagen. Unser Stromnetz wird immer komplexer, weil immer mehr zuverlässige Kraftwerke abgeschaltet werden und durch volatile Kraftwerke, Windenergieanlagen und Photovoltaik ersetzt werden sollen. Dann haben wir natürlich auch immer noch die Gefahren von Erdbeben und Extremwettern. Wie gesagt, wir haben einen europäischen Stromverbund und kein rein deutsches Netz. Ja, und eben die Gefahr von Terror- und Cyberattacken nimmt immer weiter zu. Also wenn man sich mal die Meldungen des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik anschaut, dann sieht man, wie viele Cyberangriffe es gibt und leider auch sehr viele erfolgreiche. Und alles das könnte einen Blackout auslösen. Ja, schließen möchte ich die heutige Bewertung mit einem Tipp. Ich habe im Internet durch Zufall diese tolle kleine Heizung gefunden. Für sensationelle 129 Euro bekommt man hier eine 8 Kilowatt Diesel-Standheizung. Die ist zwar eigentlich gedacht für Autos und für LKWs und für Busse,
aber die kann man mit ein bisschen Modifikation, also ein bisschen handwerkliches Geschick braucht man, damit man die in der Wohnung einsetzen kann. Aber vom Verbrauch her ist die sensationell, die braucht nur 0,24 Liter Diesel oder Heizöl die Stunde. Man braucht eine 12 Volt Gleichstromquelle, um sie betreiben zu können. Aber dafür kann man eine Powerstation oder eben eine Autobatterie verwenden. Wie gesagt, ein bisschen Bastelaufwand ist erforderlich. Aber bei dem Preis und bei der Leistung ist das eine tolle Alternative zu zum Beispiel einem Petroleumofen oder einem Gasofen. Und wichtig auch, die Abgase werden durch den Abgasschlauch eben nach draußen geleitet, also überhaupt kein Problem. Und die Heizung kann man entweder ein- und ausschalten oder man kann sie auch mit dem eingebauten Thermostaten verwenden, sodass sie immer dann anschaltet, wenn eine eingestellte Temperatur unter Strich kommt. Also ich finde für den Preis wirklich eine sensationell geile Heizung. Ja, schließen möchte ich wieder mit dem Hinweis, dass wir den Blackout nicht ausschließen können, auch wenn die Leitmedien was anderes behaupten. Es gibt die Blackout-Gefahr und auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, so ist das Risiko für uns, sollte es zum Blackout kommen, doch riesig groß. Und deswegen bitte nehmen Sie die Lage ernst und bitte bereiten Sie sich vor, damit Sie im schlimmsten Fall vorbereitet sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis nächste Woche, Ihr Robert Jungnischke.